Jetzt haben wir es endgültig kurz vor's vom Ende, oder es ist das Ende. Los geht's. Ein herzliches Willkommen zurück hier im abenteuerlichen, wo auch immer, mit Himiko, der Sonnengöttin. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Ritualtempel. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder eher weinen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Und ich würde sagen, ab aufs Bötchen und los geht's. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Mathias von Zen? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Okay, los geht's. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Ja, gut, also ich sag mal, Bud Spencer da unten, der kriegt es auf jeden Fall hin mit dem Rücken frei halten, aber die andere, die ist doch verletzt. Wie sollen die schießen? Das geht doch nicht. Wie willen die schießen, Mensch? Mit einer Hand oder was? Oha. Der Matthias da unten. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Gute Nacht, Dr. Whitman. Tschö. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Mögen deine Überreste wohlgesonnen sein. Tja, Dr. Whitman. War schön mit Ihnen.
Oh, ich glaube, wir kommen zum Finale. Ich glaube es nicht nur, es wird so sein. Wir haben aber auch keine Möglichkeit, jetzt zu sagen. Dass wir uns nochmal hier, dass wir nochmal einen Lagerplatz haben. Eieieiei. Das wird ja immer. Oh nee. Die Oni. Und das sind nur die Wachen. Das sind die Wachen und dann kommen wahrscheinlich noch die ganz Obermotzis. Klar, die haben uns nicht gesehen, oder was? Wir werden gleich bestimmt locker irgendwie auffallen. Siehst du, sag ich doch. Ich hab's doch gesagt. Die macht mich fertig, die Olle hier. Wie können Sie noch am Leben sein nach so langer Zeit? Oh, Lagerplatz! Lagerplatz! Die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde.
Ja, dann auf in den Krampf. Oh, windisch. Ganz schön windisch. Da lang. Okay, Jonah, da kommen sie. Geh ans Geschütz. Ich nehme die Seite. Melde Ziele. Komm schon, ihr Schweine. Achtung, rechte Seite. Schieß weiter. Halt sie zurück. Das gut geht. Ja, genau. Noch mehr. Wow! Aua! Ich sag mal so, nicht zu früh freuen, Mister. Hier, Leute, nicht mit mir. Explosion! So, kurz mal in Safe bringen hier. Safey, safey, safey. Schmatzi, schmatzi, schmatzi.
Okay, gut, 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 gut. Naja, ob das jetzt schon die Siegesmusik ist, ich mag es zu bezweifeln. Jetzt kommt der Oberoppo. Kein Oberoppo? Da sag ich doch, der Oberoppo. Ja, okay. Oh Gott, die zweite Tür. Das war nur die große Tür, alles klar. So, was haben wir? Können wir... Nee, das wollen wir nicht. Wir haben hier nur noch Visier, Schalldämpfer, Splittergranaten. Komm, die machen wir jetzt noch mit. Die Splittergranaten. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Yamatai, hört sich an auch wie so ein Eigengericht hier, Yamatai. Gut, ich sag mal, würde sagen, Hürde 1 haben wir gemeistert. Oh, 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 oh. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. Oje. Ui, ui, ui. So. Next stage is coming. Das sieht ja lecker aus. Ja, okay. So, das sind jetzt die großen Fragen aller Fragen. Wie machen wir das jetzt? Wir müssen da drüben. Beziehungsweise, ah, warte, 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 warte. Hier erst gehe ich mal von. Ja. Oh. Das ist beinahe passiert. Oh, natürlich kommen die da nicht hoch. Thank you.
Ding Dong! Ich muss irgendwie darauf kommen. Ist so gerade die Frage von da drüben, ne? Ja. Immer noch so weit. Wie wollen wir denn da hochkommen? Ich würde erstmal sagen, ich mache da unten erstmal das Ding da wieder zu, bevor wir da abstürzen. Ja. Gut, komm hier, Sherlock. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ging's noch ein bisschen lauter? Müssen wir jetzt nochmal schwingen oder was? Okay, den Sprung schaffe ich. Oh, das war knapp. Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße? Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Das war jetzt hier dein Machtwort, oder was? Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Nein. Nein. Hm? Okay. Warum auch immer, dass wir jetzt gerade machen konnten? Ich habe es nicht verstanden. Gut, da geht's nicht lang. Oh, untersuchen. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben.
Warum müssen denn immer alle sterben? Wieso müssen wir den Spinnen folgen? Filmnerds wissen jetzt wahrscheinlich, was ich meine. Warum müssen wir den Spinnen folgen? Zitronensorbet? Ja, okay. Oh, hallo. Wie, du bewegst dich jetzt. Oha. Jetzt haben wir endgültig das Ende erreicht. Uiuiuiuiui. Eine Satsuma Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Das letzte Lager, meine Freunde. Das letzte Lager. Jetzt haben wir, ja. Jetzt haben wir es endgültig kurz vorm Ende. Oder es ist das Ende. Los geht's. Zikkurat der Königin. So, Endspurt, Freunde. Epa. Ui, bin ich aufgeregt. Ah, nicht schon wieder so ein Glockending hier. War das klar? Huch. Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Oh nö. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Ach, auf einmal! Auf einmal! Ayo! Locker, 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 yeah.
Ich weiß nicht, wo ich hinziele soll. Hallo. Ah. Danke. Nein. Ich habe gedacht, es gibt kein Lager mehr. Ui, jetzt wird aber fleißig geklettert hier. Ach, hier lang. Ui, ui, jetzt geht's aber kaputt. Auf! Aua! Okay, hier lang, alles klar. Gut, es war schon mal guter Instinkt, dass wir hier lang müssen. Oh je, das ziehen wir jetzt durch. Egal wie lange es dauert. Egal wie lang. Der ist Matsch.
Er kommt. Ach nö, jetzt ist aber hier. Wir haben doch eh gedrückt. So, geht doch. Warum nicht gleich so? Ich wusste es. Nein! Aua! Euer Ernst. Oh, steh auf. Steh auf.
Nein! Hui. So, nochmal ein bisschen sammeln hier. Uiuiui. Tschüss, Matthias! Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind, so naiv.
Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Ach, schön. Wir haben den ersten Teil der Vorgeschichte von Tomb Raider erfolgreich abgeschlossen. Zwar haben wir nicht alles eingesammelt an Schätzen. Wir haben nicht alle unsere Gegenstände, sprich Waffen, komplett aufgemotzt. Das wird alles zu 100% haben. Aber egal, ich würde einfach sagen, wir haben es erfolgreich abgeschlossen. Es war eine Tortur von Klettern bis runterrutschen an irgendwelchen Seilen. Das Gekloppe zwischen den ganzen Gegnern, dann die ganzen, den Oni und die Wache von der Chimiko. Ich freue mich jetzt schon auf Teil 2, Rise of the Tomb Raider, was uns dort erwartet, welche Geheimnisse wir dort lüften. Ich bin heiß drauf, Leute, aber nichtsdestotrotz, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bei diesem Let's Play, bitte teilt mir mit in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat, ob ihr gerne mehr davon sehen wollt. Oder gebt mir Game-Vorschläge, was euch interessieren würde. Genauso auch Tipps oder Anregungen, was ich eventuell in meinen Let's Plays besser machen könnte. Ich bin für jede Anregung oder auch Kritik dankbar und versuche mich zu bessern. Und diese dann umzusetzen, die Ideen, die mir gibt. Aber nichtsdestotrotz beende ich jetzt diese Folge. Ich bedanke mich nochmal für euer Engagement, euch meine Videos anzuschauen. Bis zum nächsten Let's Play oder Let's Test hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch ein Abo da. Nehmt die Glocke rein, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Euer Happy Larry. Bis dann, meine Freunde.